Geometrisches Zeichnen mit Meisterkreis und Meisterstrecke. Zeichne einen Wurmloch-Eingang und Ausgang bei Punkt 0, 0 und 6, 0 mit Radius 2. Zeichne einen Wurmloch-Eingang und Ausgang bei Punkt 3, 3 und 3, minus 3 mit Radius 1. Und bestimme die Wurmlochkreuzung. Zunächst zeichnen wir die Ein- und Ausgänge. Siehe die roten Kreise in der Zeichnung. Nun verbinden wir die Punkte 0, 0 und 6, 0. Und die Punkte 3, 3 und 3, minus 3. Siehe die blauen Linien in der Zeichnung. Die beiden Linien kreuzen sich im Punkt 3, 0. Siehe Zeichnung. Die Wurmlochkreuzung befindet sich im Punkt 3, 0.